Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Wir haben 2:1 gegen St. Pauli gewonnen und spielen jetzt im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Das müsste das Viertelfinale sein. So, dann gucken wir mal, was wir gegen Dortmund hinkriegen. Wir spielen 4-4-2 in 3D-Modus, aber mit der Rotation 1. Dann nehmen wir hier die. Zack. Das ist die Rotation 1. Und dann immer 100% Einsatz. Logischerweise. Logisch. So. Wir haben 5 Nachrichten. Alexander Jeremejew ist wieder fit. Schön für ihn. Soll er das mal machen? Sponsor bezahlt Siegprämie von 19.000 Euro. Sehr gut. Mannschaft der Woche, Verletzungen. Alexander Jeremejew wird ausfallen. Ja, das hatten wir ja schon. Okay. Dann passt das ja. So, wir werden mal golfen gehen. Immer noch Handicap 16. Und los geht's in die Trainingswoche gegen Dortmund. Bin ich mal gespannt. Bei Borussia Dortmund. Alter Verwalter. Wie haben die denn gespielt? 3-1 bei Lautern gewonnen. Dann 4-2 nach Elfmeterschießen gegen Union Berlin und gegen Dortmund gegen Nürnberg 2-0. Wir haben gespielt 5-0 bei Osnabrück, gegen den 1. FC Köln 3-0 und gegen RB Leipzig 4-0. Sieht sehr gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir gegen Dortmund spielen. Dortmund ist auch noch ein Ticken stärker. So, wer ist hier verletzt? Irgendeiner ist verletzt. Und zwar der Murillo. Links Mittelfeld. Dann müssen wir halt den Savitzky reinmachen. Und dann den rechten Mittelfeldspieler Grechter. So. 4 Nachrichten. Was haben wir? Was hat er denn? Erstmal Spitzspiel zweite Mannschaft. Gegen Spiel die denn? Gegen den Hasumer SV, okay, oder Husumer, oder? Ne, Husumer SV, Entschuldigung, Husum. Der hat eine Nackenzerrung, Wahlquist hat sein Trainingsziel erreicht, das hört man gerne. So, Trainingsziel, 75, jawohl, Strike. Und wir müssen den Einsatz noch auf 100% setzen. Scouting gegen Dortmund ist abgeschlossen. So, erste Mannschaft, öffnet Taktik, oh ja, haben wir ja schon, hä, wieso ist denn das jetzt hier auf, das gespeichert, oder hat sich das vorher schon auf 100% gestellt, Entschuldigung, so, dann wollen wir mal gucken, was wir gegen Dortmund reißen. So kann es bleiben. Wir sind dunkel. Dortmund ist gelb. Paris Athen auf Wiedersehen. Ja, wir warten. Wir harren der Dinge, die da kommen. Ich hoffe, wir können das gegen Dortmund relativ erfolgreich gestalten oder ganz erfolgreich sogar. Ja, Spiel 4-3-3. Offensiv, ja. Nee, da hinaus. Da bin ich mal gespannt, was wir da reißen können. So, wir spielen von rechts nach links. Dortmund von links nach rechts. Abseits. So, jetzt spielen wir im Viertelfinale des DFB-Pokals. Erste Mal in unserer Karriere, dass wir in den Viertelfinale reinkommen. Und da ist schon Einzel für Dortmund.
Also, so wie es aussieht, steigen wir auf, und wenn wir das schaffen, dann müssen wir nächstes Jahr massiv investieren. Das geht nicht. Also, da werden uns viele, viele Spieler verlassen müssen. Freistoß für uns? Ne, war nix. Hat die Abwehr aufgepasst. Oh, die sind schon wieder im Angriff. Und 2-0. Ja, okay, wir werden anders spielen. Das gibt uns ein Debakel. Da sind wir noch nicht stark genug für Dortmund. Ich glaube, das werden wir auch verlieren, das Spiel. Mal gucken. Ich versuche mich dagegen zu stemmen, aber ich werde jetzt erstmal auf Kurzpassspiel gehen. Ich weiß nicht, ob das gegen Dortmund ratsam ist, aber versuchen kann man es mal. So. So, wir bleiben bei 4-4-2 mit Raute, aber mit Kurzpassspiel halt. Weiß nicht, ob das was bringt. Ey, da geht aus. Aber gut abgewehrt. Sehr gut gespielt. Jetzt in die Mitte und Tor. Und nichts. Schade, abgewehrt. Da war nichts. Entschuldigung. Ach so, Abseits, schade. Schade, dass wir kein Abseits gewesen. Schade, 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 schade. Die können es doch vorne nicht durchsetzen gegen die Abwehrspieler. Sind noch zu schwach für. Ah, jetzt aber. Und kein Tor, schade. Ah, herrlich, ehrlich. Nee, 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 nee. Ah, sehr gut gespielt, aber abseits, schade. Das 4-4-2 mit Kurzpassspiel ist, glaube ich, besser, war. Wir haben jetzt nicht eine Chance mehr ab Dortmund. Jedenfalls keine gefährliche. Sich besser im Griff. Gut abgewehrt. Ja, Dortmund ist halt ein anderes Kaliber als die ganzen Zweitligisten, die wir die ganze Zeit, gegen die wir die ganze Zeit spielen, ist ja auch klar. So, 2-0 für Dortmund zur Halbzeit. Ich glaube, wir werden hier rausfliegen, aber das macht nichts. Wir sind auf jeden Fall weit gekommen. Kann man schon mal nicht meckern. So, mal gucken. Ja, Co-Trainer. Sag an. Und los geht's. So, spielen wir noch von links nach rechts. Das war eine Granate, alter Vater, aber gut gehalten. Und 3-0, ne? Nein, noch nicht. Glück gehabt. So, jetzt machen das. Aber wenn das so weitergeht, haben wir gleich das 3-0, ey. Die rollen wieder an, das ist ja Wahnsinn. Der hätte Wahnsinn sogar. Ah, schade. Jetzt haben wir aber langsam mal den Anschluss verdient, oder?
Seit dem 2-0 sind wir nämlich hier ordentlich am Spielen. Davor war alles Larifari. Mensch, jetzt macht doch mal ein Tor, ey. Langsam haben wir mal ein Tor verdient, ey. Kann nicht sein. Ich hoffe mal, wenn hier jetzt noch das 1:2 fällt, dann brennt die Hütte hier. Da ist es, endlich. Letztes Tor gemacht. Kone, 2-1. Ich hoffe, die brennen jetzt hier im Feuerwerk ab. Ach, abgewehrt, schade. Oh, jetzt kommt der Konter. Wir zwingen Dortmund zum Kontern im eigenen Stadion. Sozusagen. Freistoß. Der ist hängen geblieben. Glück gehabt, gut gehalten. Hätte auch ein Tor geben können, ne? Abseits. Schade, 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 schade. Abgefangen. Scheiße, das schaffen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Tor schießen. Oder? Nee, kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht auf der Kette. Aber immerhin, wir haben uns gewehrt. Das kann man uns nicht vorwerfen. Ja, gut gehalten. So. Ach, super abgekommen. Aber das war, das kriegen wir nicht mehr gebacken. 2-1 verloren. Leider, leider, leider ausgeschieden. Aber ich will mich nicht beschweren. Wenn wir sind wir jetzt die einzige Zweitligamannschaft, die noch drin ist? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Drin war. Haben wir verloren. Ist nun mal so. Kann man nichts machen. Aber knapp verloren. Immerhin haben wir noch ein Tor gemacht. So, 2-1 gegen Dortmund, leider verloren. Ist nun mal so, kann man nicht machen. Aber jetzt können wir uns auf den Aufstieg konzentrieren. So. So, das war's wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen beim Ligaspiel im Textmodus gegen Greuther Fürth. Bis morgen dann. Ciao, ciao.